verwandelt? Hab ich sie noch? Ja, natürlich. Fährt man denn so? Ja. Das ist normal. Sag mal, wie heißt du eigentlich? Oh. Heiße? Ja, wie du heißt. Niki. Was? Niki. Minaj? Genauso wird's geschrieben, aber Niki Martinez. Hast du einen Freund? Nein. Magst du einen haben? Weiß nicht. Komm schon, ich hab vielleicht nicht so Geld, aber ich hab ein Herz. Oh. Und eine große Nase. Und ein großes Spaß. Was? Nee. Jetzt ein bisschen peinlich gerade. Wollen wir vielleicht das Thema wechseln? Ja. Definitiv. Ja? Magst du Capri-Sonne? Ja, natürlich. Welcher am meisten? Safari. Toll. Rattern. Nur Safari. Bitte lass mal heiraten. Komm schon. Echt? Jetzt. Ja, lass die Kirche ohne Scheiß. Jetzt sofort. Okay, let's go. Hat's wirklich? Kirche. Ja. Sag Walla. Walla. Okay, ich geh Geld abheben. Heiraten wir wirklich? Ja. Ohne Scheiß, ich behandle dich wie die größte Prinzessin. Ich kläre das mit Onkel Nikolai. Dann gib das Geld. Okay. Egal was das kostet. Oh mein Gott, ich heirate. Ja, wer hat das gedacht? Das ist dein zukünftiger Onkel Saban. Okay. Onkel. Boah, die ist so hübsch, die könnte sogar glatt meine zukünftige Frau werden, Mann. Oh, mein Service wurde entgegengenommen. Okay. Oh. Hakan, deine Familie. Da kommt. Hey, ich will doch nur dich heiraten. Ah, okay, okay. Ich hätte noch niemals ja gesagt. Ja, nee. Oh, hey, guck mal, was ist meine Familie? Hallo, Familie. Wie gerade aussteigen. Und noch, komm, was ist das denn für ein Sondereinsatzkommando, ja? Das sind meine Männer. Das ist meine Familie. Das ist mein Onkel. Das ist mein Onkel. Das ist mein Onkel. Das ist mein Onkel. Er ist nicht mein Onkel. Das ist ja mein Cousin. Das ist mein Onkel. Das ist mein Onkel. Das ist mein Onkel. Das ist Olaf. Das ist meine Tante. Und? Amelie, wie geht's dir, Tante? Willst du deine Frau eben holen? Dann würden wir jetzt zur Kirche fahren. Ey, Frau, komm her! Kopftuch muss schon anbleiben. Ist alles organisiert. Ich hab 350 Dollar. Neffe, Hochzeitsgebühren pack ich. Geld gebe ich dir gleich. Und wir fahren jetzt gemeinsam zur Kirche. Also Leute, vielen Dank, dass ihr heute alle gekommen seid. Ich meine, das Wichtigste bei einer Person im Leben ist natürlich die Familie. Freunde kommen und gehen, doch was bleibt, seid ihr. Deswegen, ich meine, es ist erst seit kurzem, dass ich meinen Onkel Nikolai getroffen habe. Aber ich muss gestehen, so wie der Typ mir ans Herz gewachsen ist, ne? Das ist unbeschreiblich. Das ist unbeschreiblich. Ich meine, so ein Ehrenmann kommt natürlich nicht von allein. Ich muss natürlich auch Wort ergreifen und mich bei seiner wunderschönen Frau Amelie bedanken. Tante Amelie, du bist echt die beste Tante, die man haben kann. Ich meine, Mama ist heute nicht da, Papa leider auch nicht. Aber ich denke, die werden sich umso mehr freuen, wenn sie das dann erfahren, dass auch mal ihr kleiner Sohn geheiratet hat. Weil ich das wird sie freuen. Einfach als kleines Kind. Aber umso glücklicher bin ich, dass ich jetzt so eine wundervolle Frau an meiner Seite habe. Dankeschön, Leute. Ja, ich liebe euch. Danke, Familie. Du bist uns auch ans Herz gewachsen, Hakan. Lass dich mal dahin. Ich will dahin. Geh mal rüber. Okay, ja, okay. Stimmen wir zum Einstimmen doch erstmal ein kleines Lied an, das da lautet: Danke für diesen guten Morgen. Danke für diesen guten Morgen, danke für jeden neuen Tag. Danke, dass ich all meine Sorgen auf dich werfen Twitch Muffin, mag. Call and out, not Lele, liebe Gäste, danke für eure Follows, liebe Verwandten und Freunde, liebe Familie, liebes Brautpaar, ja, liebe Festgemeinde, ehrenwerteste Brigada-Familie. Wir haben uns hier heute versammelt am 30.03.2019, um Hakan und Niki festlich zu vermählen. Stimmen wir doch direkt zum nächsten Lied an. Kennt ihr denn auch das Lied? Geh aus, mein Herz, und suche Freunde. Inshallah, ja, Shalabi.
Geh aus mein Herz und suche Freud in dieser lieben Sommerszeit an deines Gottes Gaben. Schau an der schönen Gärten hier und siehe, wie sie mir und dir sich ausgeschmückt haben. Sich ausgeschmückt haben. Hakan und Niki, ja, heute ist euer Tag. Der Tag, an dem sich tatsächlich auch ein Mitglied so freudig vor dem Altar steht in einer Latzhose. Hakan, es wurde über dich gesagt, tu eras loco, was ja so viel bedeutet, du bist ein Wahnsinniger. Das gefällt uns allen sehr, sehr, sehr gut und ja, passt zu dir, so wie ich dich kennengelernt habe. Liebe Niki, Niki Martinez, aus Südamerika hinzugereist, um als Arbeitslose ihr Glück in Los Santos zu finden. Jetzt, wo wir zur Trauung kommen, wollte ich noch ganz kurz fragen, sollte ein Anwesender nun einen Einwand haben gegen diesen Ehespruch, so soll er jetzt hervortreten und sprechen oder ansonsten für immer schweigen. Habt ihr die Ringe? Ja. Sehr gut. Möchtest du, Hakan? Nein. Ja, erstmal das. Niki. Möchtest du, Niki, diesen Mann heiraten, ihn tragen und beschützen, ah, so wie in guten als auch in schlechten Zeiten, bis dass der Tod euch scheidet? So antworte mir mit Ja, so Gott will. Sag doch was. Ich höre nichts. Sag doch was. Ich heirate den Pfarrer, ist mir egal, komm runter. Ich lach. Hervorragend. Jetzt, wo wir gerade warten, können wir ja auch noch direkt einfach gleich den allgemeinen biblischen Segen verteilen an die gesamte Festgemeinde. Dann nehmen wir doch gleich das vierte Buch Moses, Vers 6, Strophe 24 bis 26. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Danke für alle guten Freunde. Danke, o Herr, für jedermann. Danke, wenn auch dem größten Feinde ich verzeihen kann. Ja, wir warten noch ein bisschen. Gibt's denn noch ein paar Fürbitten? Gibt's jemand, der eine Fürbitte lesen möchte? Ja, bitte. Wir wollen noch eine Sure aus dem Koran hören. Ja, dann mal vortreten, bitte. Ja, ich nicht. Hier, Hakan. Hakan, mach du. Sehr gerne habe ich im Namen der Brigade eine Fürbitte zur Ehe von Hakan. Hakan. Ja? Unsere erste Begegnung. Ich kann mich noch genau erinnern. Wir waren gerade auf dem Weg und haben Eisen transportiert. Lag Schnee in Los Santos. Wir sind am Würfelpark vorbeigefahren. Nichts ahnend, nichts sehend. Es war ein ruhiger Tag. Es war ein schöner Tag in der Weihnachtszeit. Wir sahen dich in einem weißen Mercedes. Du rammtest mich weg von der Straße. Diesen Tag begegneten wir uns zum ersten Mal. Und so haben wir euch verfolgt. War eigentlich im ersten Moment Wut. Denn du hast mich versucht, von der Straße zu rammen. Aber irgendwie hattest du schon immer etwas an dir, was mir gezeigt hat, dass du eigentlich ein guter Junge bist. Als wir dann dir gegenüberstanden am Sandy Shores Flugplatz, habe ich dir eine Warnung gegeben damals, dich von mir fernzuhalten. Und wir haben uns ein paar Tage später am Würfelpark wieder getroffen. Aber du bist wieder auf mich zugekommen. Hast mich begrüßt. Wir hatten uns etwas in den Haaren. Dead Thunder, danke für deinen Follow, Bruder. Herzlich willkommen. Später hat sich ein Mitglied vorgestellt, der Brigada beitreten sollte. Und ich habe dem Mitglied befohlen, dich einzupacken und mir zu bringen. Dem ist das Mitglied auch nachgekommen und wir haben dich an einen abgelegenen Ort beim Leuchtturm gebracht. Ich habe mir gesagt, dieser Mensch soll leben. Dieser Mensch soll glücklich werden. Der Mensch hat es nicht verdient, dass man ihm Schlechtes antut.
Du hast manchmal Flausen im Kopf, Hakan. Du kommst auch nicht mit jedem klar. Aber dennoch bist du mir ans Herz gewachsen. Genauso wie meiner Familie. Du hast... Unserer Familie. Unserer Familie. Ja. Manchmal tust du Dinge, die keiner nachvollziehen kann. Wirklich keiner. Aber so bist du nun mal. Du bist so gut. Du bist gut, so wie du bist. Du musst niemandem der Stadt etwas beweisen, denn du hast uns schon alles bewiesen, und zwar, dass du ein wundervoller Mensch bist. Dennoch stehen wir hier und wünschen dir alles Gute und auch eine glückliche Ehe. Denn wir wollen alle nur, dass du glücklich bist. Und hör auf zu rauchen. Ich liebe dich. Wir haben dich auch lieb, Hakan. Erstmal herzlich willkommen. Freut mich, dass ich hier auch unter Ihnen sein darf. Wirklich ist mir eine Ehre. Auf jeden Fall auch zu meiner Geschichte mit dem Hakan. Wie ihr wisst, der Hakan und ich, wir sind verwandt. Wir sind damals als Söhne von Immigranten in Deutschland geboren. Mussten leider Gottes nach kurzer Zeit ausreisen, weil der Hakan und sein Bruder Uwe in Deutschland leider viel zu viel Stress gemacht haben. So haben seine Eltern und ich beschlossen, dass wir den Hakan und Uwe aus Sicherheitsgründen für die Familie und für die Personen selber, die nach Los Santos ausreisen lassen werden. In der Zeit sind die Eltern von Hakan verstorben. Das wissen die Familienmitglieder von der Brigada sicherlich. Und so war ich als Onkel verpflichtet, immer und immer wieder hinter dem jungen Mann zu stehen, da ich selber keine Kinder habe. War der Hakan sowas wie mein erster und ältester Sohn und der Uwe der zweite und der kleine Sohn. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe immer versucht, für den Hakan da zu sein und der Hakan auch immer für mich. Und ich hoffe und wünsche und bete zu Gott, dass es in Zukunft weiterhin so bleibt. Denn dieser Junge, der hier vor mir steht, ist einer der feinsten Kerle, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Auch trotz seiner 31er Aktionen, wie zum Beispiel, dass er meine eigenen Autos geklaut hat, um seinen eigenen Zweck hier auf die Reihe zu bringen. Aber sei ihm gegönnt. Und, ein dreifaches Hip Hip! Hurra! Hip Hip! Hurra! Hip Hip! Hurra! Okay, ich liebe euch alle, ja? Herr, wir bitten dich für die Kinder, okay, die aus dieser Ehe hervorgehen werden, dass sie ihren Eltern Freude bereiten und ihnen in Dankbarkeit und Liebe verbunden bleiben. Amen. Kommen wir zur Trauung. Ihr habt die Ringe? Ja. Möchtest du, liebe Niki, diesen Mann heiraten, ihn tragen und beschützen, sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten, bis dass der Tod euch scheidet? So antworte mir mit Ja, so Gott will. Ja, so Gott will. Möchtest du, Hakan, diese Frau heiraten, sie tragen und beschützen, sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten, bis dass der Tod euch scheidet, so antworte mir mit Ja, so Gott will. Ja, so Gott will, ja, dann komm. Die Ringe. Hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Wir machen das ohne Küssen. Machen Sie das. Lass dich mal warm, ja, Ehrenmann. Ja. Wir sind noch nicht fertig. Nun, lasst uns bitte das Vaterunser zusammen beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Noch ein bisschen feierliche Musik zum Austritt. Hast du Tupac? Jawohl. Ja, ich konnte dich nicht alleine lassen, Penner. Glückwunsch. Du musst auch noch kommen, Alter. Glückwunsch. 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 Alle zusammen alle jetzt raus. Nikolai. Glückwunsch euch beiden. Jo, danke. Ah! Der Bruder Hakan, Glückwunsch, ja. Ja. Ja, kann heiraten. Schon wieder. Oha, 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 oha. Oh, ich treffe den, ne? Okay. Ist der auch? Ja, ja.
Ey, die sind doch durch. Ja, der Vogel ist jetzt tot. So, wir haben genug Minus gemacht, reicht. Yo, im Rhythm of the Night klau ich dir dann deine Nikes. Heiß, Oberkörper frei gegenüber Fremde kalt. Zwischen Polizei und Jungs aus dem Viertel gibt es Streit. Wegen Kleinigkeiten geht hier um Prinzip oder Scheine. 22, 111, Horner Corner. Bass kommt aus Boxen, nicht nur am ersten des Monats.